Hör mal zu präsentiert große Stimmen von der Maxi-LP. Heute Friedrich Schönfelder. Of all the money that e'er I spent, I spent it in good company. And of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. Eines der Haupthindernisse für einen erfolgreichen Mörder ist die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers als Abfallprodukt. Diese klitschige Masse von, sagen wir mal, 120 Pfund lässt sich unmöglich verbrennen, außer in einem Spezialofen. Und sogar dann neigt sie dazu, solch unbrennbare Überbleibsel wie Knochen und Zähne zu hinterlassen. Um die Leiche in Salzsäure aufzulösen, würde man eine große Wanne benötigen, dazu viele Liter der richtigen Chemikalien im genauen Mischverhältnis und eine Menge Geduld. Der Geruch wäre meilenweit bemerkbar und die übrigbleibende Flüssigkeit noch immer zu dickflüssig für normale Abflussrohre. Was kalt betrifft, so wirkt dieser Stoff entgegen dem Glauben der Allgemeinheit eher als Konservierungsmittel, als dass er die Reste zerstört. Sicher, der Mörder kann das Beweismaterial vergraben, aber ein Grab ist vor gründlich suchenden Uniformträgern nicht leicht geheim zu halten. Deswegen desto größere Hochachtung vor Chet Bogan, der das Problem auf brillante Weise löste. Aber dem Mord geht das Motiv voraus. Es sollte wenigstens so sein. Darum wollen wir uns die Frage stellen, warum wollte Chet Dora töten? Chet heiratete Dora aufgrund ihres Geldes und fand den Preis zu hoch. Sie war eine große, reizlose Frau mit einer Figur ohne jegliche Vorzüge. Über 6 Fuß Angströhre, von einem Spaßvogel mit einem Hang zur Pop-Art eingekleidet. Ihre Stimme war ein quengeliges Winseln. Sie brauchte und verschlang Zuneigung bis zu einem Grad, der sogar die Leistungsfähigkeit eines Zimmers voll eingebildeter Fatzken überstieg. Denn wie so viele unglückliche Menschen verabscheute sie sich selbst und benötigte eine dauernde Bestätigung ihres Wertes. Chet war nicht anspruchsvoll. Er hatte bereits 3 andere Frauen vom Typ Dora geheiratet und sich durch zweckdienliche Unfälle ihrer entledigt. Aber diese Kreatur stellte seine Geduld auf eine größere Probe als alle übrigen vor ihm zusammen. Es machte ihm jedoch nichts aus, sein Glück zu zwingen. Es war an der Zeit, die Methode zu wechseln und sich danach möglicherweise sogar zurückzuziehen, solange er vor dem Gesetz noch als unbeschriebenes Blatt dastand. Keine weiteren Unfälle. Dora musste verschwinden. Das bedeutete eine Wartezeit. Waren es nicht 7 Jahre, bis er das Geld kassieren konnte? Aber niemand konnte ihn daran hindern, ihre Juwelen zu verkaufen, die mindestens ihre 50.000 wert waren. Und einige tausend mehr lagen noch auf dem gemeinsamen Konto. Das neue Haus konnte, wenn es fertig war, selbstverständlich nicht veräußert werden, sondern erst dann, wenn er gestorben war und der Verkauf ihm nicht mehr nützen konnte. Bisher hatte er die Rolle des ergebenen Ehemanns gut gespielt, über 2 Jahre lang. Eine ziemliche Geduldsprobe. Glücklicherweise konnte er ein warmherziges, freundliches Wesen zur Schau tragen, während er innerlich durch und durch ein eiskalter Brocken blieb. Ja, es war eine lange, schwierige, aber überzeugende Vorstellung gewesen und eine kluge Vorsichtsmaßregel aufgrund seiner anderen 3 Frauen. Niemand konnte behaupten, er und Dora hätten jemals gestritten. Sie pflegten zwar mit den Nachbarn keinen Kontakt, aber wer weiß, was sie ihren wenigen und entfernt lebenden Verwandten schreiben würde, wenn er sie beschimpfte. Jetzt hatte er noch einen guten Leumund. Während er sie über den Frühstückstisch hinweg anlächelte, zuckte er innerlich bei dem Anblick ihres teuren, aber fleckigen Kleides zusammen. Dora war schon immer eine schlampige Esserin gewesen, überlegte er. Für eine wohlhabende Frau recht seltsam. Wie mochte es da erst in ihrer Familie ausgesehen haben? Die Nervenprobe war dadurch erträglich geworden, dass er seine Zeit damit zubrachte, einen brauchbaren Mordplan auszutüfteln. Jetzt hatte er ihn. Deshalb war nun der Zeitpunkt für eine unumstößliche, zufriedenstellende Handlung gekommen. Dora Lieb,
Dieser Kosename hatte ihm dabei geholfen, Walter Beveridge, einen weniger raffinierten Glücksritter, um eine Nasenlänge zu schlagen. Dora lieb, ich habe mir überlegt, dass du recht hast mit dem neuen Haus. Sie machte mit einer Gabel voll Ei auf halbem Weg zum Mund halt und strahlte ihn an. Etwas Eigelb tröpfelte auf ihren Schoß. Chattilein, das ist wunderbar. Ich hoffte, du würdest deinen Sinn ändern, habe aber nie wirklich daran geglaubt. Du hast einen so starken Willen, wie Männer eben sein sollen, fügte sie mit einfältigem Lächeln hinzu. Das Grundstück am Cliff Drive wäre ganz hübsch, sagte er. Nicht das Haus, das wird uns nicht gefallen. Es ist eine baufällige alte Bruchbude, aber die Lage ist wunderhübsch und eine prächtige Hecke wächst rundherum, so dass man für sich ist. Wir können das Haus abreißen und unser eigenes bauen lassen, von einem guten Architekten. Klingt herrlich, stimmte sie zu. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde alles arrangieren, teilte er ihr mit. Ich weiß doch, wie sehr du den Kleinkram hast. Wenn alles fertig ist, wird es für dich eine reizende Überraschung. Aber ich würde gern die Baupläne sehen, meinte sie. Ich habe schon immer meine eigenen Ideen darüber gehabt, wie ein Haus sein müsste. Jede Menge eingebauter Wandschränke zum Beispiel. Warum nicht, lächelte er. Ich werde dafür sorgen, dass der Architekt jedes Zimmer mit dir bespricht. Bis auf das eine, das zählt, fügte er im Stillen hinzu. Das eine, das dieses alberne Projekt rechtfertigt. Indem er mit großer Sorgfalt vorging, machte Bogen einen verschwiegenen Architekten in einer entfernt gelegenen Stadt ausfindig. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass der Bursche wirklich verlässlich war und nicht geschwätzig, fasste Chet die Gelegenheit beim Schopf. Da gibt es noch einen äußerst vertraulichen Nebenjob, unterrichtete er den Mann. Es darf nichts davon auf den Plänen erscheinen, die meine Frau zu Gesicht bekommt. Der Architekt schaute ihn groß an. Und Bogen erklärte, die Sache ist die, sie hat eine romantische Ader, der bisher niemand Rechnung getragen hat. Als wir in England waren, war sie ganz verrückt auf jene Geheimzimmer in einigen Burgen. Priesternischen, nannte sie der Fremdenführer. Jetzt will ich ein solches in dem neuen Haus haben, als Überraschung. Einen Augenblick schwieg der Architekt. Dann schürzte er die Lippen und antwortete, Sie vergessen, Mr. Bogen, dass die modernen amerikanischen Häuser für so etwas einfach nicht geeignet sind. Die Wände sind zu dünn, es gibt keine Grundmauern, man hat auch keine großen, soliden Treppen, um einen Raum darunter zu verbergen. Nichts. Das Gelass kann nicht versteckt werden. Ein Kind würde es finden. Das habe ich alles bedacht, entgegnete Chet lächelnd. Er würde den Experten ein Schnippchen schlagen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Das Zimmer muss unter dem Haus ausgebaut werden. Eine Art kleiner, geheimer Keller sozusagen. Aber mit einem einzigen Zugang, der im Boden gut verborgen ist. Dafür brauche ich Ihre Geschicklichkeit. Die Augen des Architekten leuchteten auf. Keine schlechte Lösung, sagte er mit Respekt in der Stimme. Das könnte gehen. Tatsache ist, grinste er, dass es mir Freude macht. Ich selbst habe auch eine kleine romantische Ader. Danach steckten sie die Köpfe zusammen und arbeiteten die Kernpunkte aus. Der Eingang würde eine Steinplatte vor dem großen offenen Kamin sein. Dieser würde den Mittelabschnitt eines größeren, dicken und mit schweren Keramikfliesen bedeckten Sockels bilden. Beim Drücken auf einen im Kamin gut versteckten Knopf würde man den Verschluss lösen und die Falltür würde nach innen schwenken. Eine Metallleiter würde hinunter in das Geheimzimmer führen. Die Maße wurden festgelegt, Länge 5 Meter, Breite 4 und Höhe 3 Meter. Und die Decke stark genug, sodass es nicht hohl klingt, wenn Leute darüber weggehen, forderte Bogen. Es muss belüftet werden, betonte der Architekt. Das ist immer ein schwacher Punkt. Aber ich kann ein Rohr durch die Wand legen und mit dem Abzugskamin verbinden. Niemand wird etwas davon merken, außer sie braten da unten Zwiebeln und es wird jemand neugierig. Ja, schön. Meinte Chet. Jetzt brauche ich eine kleine Sondertruppe von Arbeitern, die diesen Raum anfertigen und hinterher dicht halten. Kennen Sie jemanden? Aber sicher, sagte der Architekt. Genau die richtigen. Sie bauen Gewölbe für die Wertsachen reicher Leute. Ohnehin etwas, das streng geheim gehalten werden muss. Sie können sich ganz auf sie verlassen. Alles ging sehr gut voran, wie immer, wenn genügend Geld vorhanden ist. Dora prüfte den Bauplan, machte einige Vorschläge, von denen ein paar akzeptiert wurden, und glühte vor freudiger Erwartung. Manchmal war sie direkt hübsch und das Gewinsel schwand aus ihrer Stimme, aber es kam immer wieder zurück. Schließlich war das Haus fertig und die Bogens zogen ein.
In den nächsten Wochen war Chet damit beschäftigt, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Es würde nicht genügen, den Körper einfach so in dem Geheimzimmer zurückzulassen. Deshalb füllte er nach und nach das Geheimzimmer mit kleinen Säcken schnell bindenden Zementes. Er kaufte die Säcke in verschiedenen entfernten Gemeinden. Die Anschlüsse für Wasser und Gas waren bereits gelegt worden. Er stellte auch ein paar Holzformen hinein. All das geschah, während Dora einkaufen oder beim Arzt war. Dann ließ er die Sache monatelang ruhen. Der Architekt war bezahlt und im Osten mit einer anderen Arbeit beschäftigt. Selbst wenn er über Doras Verschwinden lesen würde, würde es ihm wenig sagen. Er konnte ja nicht wissen, dass sie niemals etwas von dem Geheimzimmer gehört hatte. Bogen war kein grausamer Mensch, nur kaltblütig, gierig, faul und genusssüchtig. Er tötete Dora auf die vornehme Art. Mit einer Überdosis ihrer Schlaftabletten machte er sie bewusstlos, worauf er sie mit dem Kissen erstickte. Die Leiche trug er in das Geheimzimmer, legte sie sorgfältig in die Holzformen und mauerte das Ganze in einen massiven Zementblock ein. Später an diesem Abend telefonierte er pflichtbewusst mit der Polizei und berichtete, dass Dora kurz nach Anbruch der Dunkelheit ausgegangen wäre, wie sie es gelegentlich zu tun pflegte, um einen Brief aufzugeben. Und bisher sei sie noch nicht zurückgekommen. Zuerst nahm die Polizei die Angelegenheit nicht ernst, aber als Dora einige Tage darauf noch immer als vermisst galt, begann eine gründliche Untersuchung. Chets Leumund kam ans Licht. Aber es gab keine Beweise für frühere Mordtaten seinerseits, nur für eine Reihe unglücklicher Unfälle. Natürlich durchsuchten sie das Haus mit großer Sorgfalt, aber sie fanden nichts. Ohne Keller und ohne Dachgeschoss, wo konnte da eine Leiche versteckt werden? Die Polizei schwärmte meilenweit aus in der Annahme, dass Chet Dora irgendwo verbuddelt hatte, aber sie konnte keine Spur von ihr entdecken. Das Fehlen einer Leiche muss ein Verbrechen nicht unbedingt ausschließen. Aber in diesem Fall, ohne eine Spur schlechten Gewissens und das meiste Geld von Doras Vermögen unantastbar, bis sie offiziell für tot erklärt wurde, konnte Chet nicht überführt werden, selbst wenn er verdächtig war. So beschloss die Polizei, ihn und das Haus im Auge zu behalten, was sie jedoch keinen Schritt weiter brachte. Monate vergingen. Und Chet konnte nun damit beginnen, Doras Schmuck zu verkaufen. Er tat dies in aller Öffentlichkeit, wobei er mehr kummervoll als ungehalten sagte, wenn sie mich verlassen hat, hat sie sich nichts daraus gemacht. Und wenn sie von irgendeinem Schwein in jener Nacht, da sie ausging, umgebracht wurde, wäre es ihr Wunsch, dass ich den Schmuck für meinen Unterhalt benütze. Sie liebte mich. Dies war die Situation, bis die staatliche Baubehörde auf den Plan trat. Als dies geschah, war Chet entsetzt. Er konnte die Leiche nicht ausgraben und fortschaffen, geschweige denn den ganzen Betonklotz. Und selbst wenn er sie hätte herausbrechen können, wäre die Aussicht, die schrecklichen Überreste mit seinem Wagen an einen entlegenen Ort zu transportieren, mehr gewesen, als er hätte verdauen können. Deshalb kämpfte er verbissen, um zu verhindern, dass der Staat eine Umgehungsstraße durch und über Cliff Drive baute. Aber heutzutage gewinnt niemand mehr einen solchen Kampf, und die Planierraupen rückten an. Jetzt blieb nichts anderes übrig, als sich schleunigst aus dem Staub zu machen. Gerade vor der grausamen Entdeckung wollten die Nachbarn ihm wegen seines aufopfernden Einsatzes eine Urkunde verehren. Ehrenbürger von Cliff Drive. Aber sie fanden ihn nicht, weil er sich bereits auf einem Dampfer nach Südamerika eingeschifft hatte. Aber die Polizei fand ihn schließlich doch. And all I've done for one
30.000 Hörspiel- und Retro-Fans hier auf Hör mal zu. Nein, doch. Völlig kostenlos, werbefrei und Spaß macht's auch noch. Und du bist auch dabei, mein Lieber. Ich? Jo. Nein. Klaro. Oh. Es gibt Grund zu feiern. 30.000 Menschen finden sich hier regelmäßig ein, um mit uns zusammen die großen Stimmen zu zelebrieren. Schauspieler und Sprecher, die schon lange verstorben sind, leben hier auf unserem Kanal weiter. Noch kein Abo? Dann schnell die Glocke gedrückt, denn hier ist alles kommerz- und werbefrei. Wir freuen uns allerdings immer auf ein Like und einen schönen Kommentar. Und jetzt feiert mit uns, auf dass wir noch viele schöne, spannende
spannende, retro-reiche Stunden miteinander verleben. Und nicht vergessen, immer schön retro bleiben.